Heinz ist grün, hat viel härter gespielt. Eben, wahrscheinlich hat er, haben sie auch uns so gekriegt von Trainer. Ja, Heinz sind sie wirklich von unten hart reingegangen in die Zweikämpfe. Aber nein, zum Schluss, letztes Drittel haben wir noch mal gut gespielt. Ja, nur haben wir den Sieg noch da gelassen. Jetzt geht es nächste Woche am Donnerstag und am Samstag gegen Jesenice. Das ist natürlich nicht nur ein bisschen ein anderes Kaliber, sondern auch ein anderer Typ Gegner, wo es sehr viel um Eislaufen geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Jesenice kennen wir schon von den letzten Jahren. Ist laufstark, voller Laufstark. Aber hier sind wir heute eigentlich auch. Und ja, probieren wir einfach jedes Battle zu gewinnen und ja, noch ein Spiel zu gewinnen. Ich bin sehr froh, wie die Buben sich bemüht haben, wie sie probiert haben und sie gekämpft haben. Bruneck ist einfach viel stärker als wir, aber wir haben alles versucht, um ihm nicht das Leben schwer zu machen. Und das ist uns auch ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Wir waren viel schneidiger als beim letzten Spiel. Und da in der neutralen Zone haben wir besser zugetun, weil in Training reden und sind sie gekommen und sind sie wie durch die Butter gegangen. Und das ist halt nicht passiert, weil wir ein bisschen konsequenter und mehr aufgepasst haben. Aber ich bin froh mit der Leistung von den Buben. Natürlich fällt jetzt schon ein bisschen der Blick auf die Alps Hockey League Saison. Welche Ziele setzt sich der HC Gröden? Man hat gesehen, die Einkaufskampagne im Sommer war sehr ordentlich und natürlich ist jetzt die Frage, wie es mit einem Saisonziel ausschaut. Ja, unser Saisonziel ist sicher mal die Playoffs zu erreichen, wenn es möglich ist, ohne Pre-Playoff oder wie das heißt. Das war halt unser Ziel, aber es ist nicht so einfach, weil die Gegner haben sich alle ziemlich gut verstärkt, muss man sagen. Nicht? Jeder auf seine Acht, aber und wir haben zwar momentan zwei Verteidiger, die sind gefallen, aber die haben wir nicht engagiert im Sommer. Und wir probieren einmal so zu starten, dann werden wir sehen, ob wir noch etwas kriegen oder holen. Keine Ahnung. Aber ich habe Vertrauen in die Buben. Die bemühen sich und das ist für mich sehr wichtig.